Lockerlehrer. Inklusion für Anfänger. Aus dem Leben einer Sonderpädagogin. Lockerlehrer. Der positive Lehrer-Podcast. Hier bekommst du Tipps und Tricks für deinen Unterricht. Nützliches aus dem Nähkästchen. Das, was dein Lehrerleben leichter macht. Ein Podcast für lockere Lehrer. Und solche, die es werden wollen. Von und mit Lydia Klahe. Hallo moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Locker-Lehrer-Podcasts. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin mittlerweile auch auf Instagram sehr aktiv geworden und poste dort immer mal wieder Impulse und auch Videos, die dich in deinem Lehrerleben inspirieren, motivieren und auch stärken sollen. Ab und an landen diese Videos auch auf meiner Facebook-Seite Locker-Lehrer oder in der Locker-Lehrer-Facebook-Gruppe, solltest du keinen Instagram-Account haben. Dass ich überhaupt auf Instagram so aktiv geworden bin, daran ist Sandra schuld. Sandra ist Sonderpädagogin und verbreitet auf ihrem Instagram-Account Inklusion für Anfänger sehr, sehr fleißig wunderbare Impulse und Unterrichtsideen. Und die sind nicht nur für Lehrer, die sich aktuell mit Inklusion beschäftigen. Für uns alle ist es nämlich wichtig, die Diversität unserer Gesellschaft in unserer Schule aufzufangen. Wo denn sonst, wenn ich da? Sandra hat sich bewusst für eine Schule entschieden, an der nach außen hin jetzt nicht alles schick und schön und schon wunderbar ausgearbeitet war, sondern an der sie selbst täglich gezwungen ist, aus den Umständen, die sie dort findet, etwas Eigenes zu machen. Und das macht sie aus meiner Sicht großartig, kreativ, mit Herz und Humor. Angucken kannst du dir das auf ihrem Instagram-Account mit dem Titel Inklusion für Anfänger. Glaub mir einfach, es lohnt sich allein dafür, einen Insta-Account aufzumachen. Ein bisschen besser kennenlernen kannst du Sandra in meinem nun folgenden Gespräch mit ihr. Hallo moin, liebe Sandra. Hallo. Endlich haben wir uns. Sandra, ich freue mich so, dich im Locker-Lehrer-Interview zu haben. Du bist eine der ersten Personen, die auf Instagram auf mich aufmerksam geworden ist, wo ich mich eigentlich auf Instagram nur hin verirrt hatte und den Laden überhaupt nicht kannte und noch kaum eine Folge losgelassen hatte. Da hast du angefangen, für mich Werbung zu machen, ohne dass wir uns kannten. Und ich hatte ruckzuck einen Riesenhaufen Follower hinter mir. Und ja, sag einfach nur Danke erstmal. So schnell ging das. Ja, erstmal danke für die Interviewanfrage. Ist auch sehr spannend für mich jetzt. So oft macht man sowas ja nicht. Auch wenn Reden mit zum Job gehört, aber Interviews sind ja dann doch nochmal was anderes. Ja, war mir gar nicht so klar, dass ich das so befeuert habe, aber ich habe, glaube ich, zu der Zeit angefangen, Podcasts zu hören und habe natürlich auch nach Lehrer-Podcasts gesucht und fand das einfach so ein schönes Medium und bin ich immer der Meinung, wenn irgendwas gut ist, dann muss das auch weiter verbreitet werden. Und dann habe ich da halt das gemacht. Schön, dass es geklappt hat. Und ziemlich erfolgreich, denn ich wäre sonst nicht auf Instagram geblieben, weil ich mich, wie gesagt, dort gar nicht auskannte. Und heute muss ich einfach sagen, ist Instagram gar nicht mehr von Lockerlehrer wegzudenken, weil da einfach so viel passiert, so viel Inspirierendes. Und ich habe dich natürlich nicht deswegen eingeladen, weil du so schön Werbung für mich gemacht hast, sondern weil du einfach eine unfassbar inspirierende Instagrammerin bist. Und weil auf deinem Account so viel Spannendes passiert und ich einfach mich selber so oft entweder darin wiederfinde oder applaudiere oder denke, geile Idee oder raus damit. Und du nennst dich auf Instagram aber nicht Sandra, sondern Inklusion für Anfänger. Erzähl mal, wer ist eigentlich Sandra? Wer steckt hinter Inklusion für Anfänger? Ja, okay. Also fangen wir mal damit an, dass ich Lehrerin bin. Ich bin Sonderschullehrerin, so ist die offizielle Bezeichnung nach dem Studium gewesen. Mittlerweile hat sich das ja alles geändert. Die Sonderschulen heißen nicht mehr Sonderschulen, sondern Förderschulen, werden zum Teil aufgelöst. Viele Sonderpädagogen arbeiten mittlerweile in der Inklusion und ja. Also ich bin Sonderpädagogin, Ausgebildete, Studierte und habe auch anfangs lange Jahre an der Förderschule gearbeitet. Förderschule Lernen war mein Fachgebiet. Ich habe noch Körperbehindertenpädagogik studiert. Das sollte ursprünglich meine erste Fachrichtung werden, habe mich dann aber für den Förderschwerpunkt Lernen entschieden als Schwerpunkt irgendwann in meinem ersten Praktikum, weil ich das dann doch für mich spannender fand. Ja, und am Referendariat, was ich dann auch in dem Bereich gemacht hatte, war ich dann erstmal lange Zeit Lehrerin an einer Förderschule Lernen. 8 Jahre, glaube ich, insgesamt habe ich das gemacht und war da Klassenlehrerin, hauptsächlich im SEC-1-Bereich, also ja, ich habe manchmal Fachunterricht auch in anderen Fächern gegeben,
Das ist ja dann immer so ein System von Klasse 1 bis 10. Das ist eine ganz kleine Schule gewesen. Also manche Klassen waren auch zusammengefasst. Ich glaube, wir hatten maximal 9 Klassen. Eher klein alles gehalten. Und ich habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Und zeitgleich habe ich aber die ganze Zeit schon im gemeinsamen Lernen oder GU, wie es ursprünglich hieß, gemeinsamer Unterricht gearbeitet, weil es damals schon anfing, dass es Kinder mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt gab, die nicht ganz so schwerwiegend, beeinträchtigt ist schon wieder das falsche Wort. Es geht nämlich immer um Positivformulierungen in der Sonderpädagogik, deswegen werden da auch dauernd die Begrifflichkeiten geändert. Wir waren ja schon weg von dem Begriff Behinderung. Deswegen heißt es ja nicht mehr Lernbehindertenschule, sondern Förderschule lernen. Ja, und die Schüler, die nicht ganz so stark beeinträchtigt sind, sage ich jetzt trotzdem mal, sollten damals schon versucht werden, an den Regelschulen zu integrieren. Und deswegen habe ich dann direkt mit meiner Einstellung, das war mit ein Kriterium bei dem Auswahlverfahren, schon immer mindestens 10 Stunden in der Woche an einer Regelschule gearbeitet. Das war zum Teil eine Hauptschule, dann hat sich das im Laufe der Zeit mal geändert und dann war ich an einer Gesamtschule, aber immer im Sek-1-Bereich. Das heißt, da hatte ich schon relativ viele Kontakte mit dem Metier Inklusion, auch wenn es damals noch nicht so hieß. Ja, und dann, um das jetzt nicht allzu lang ausschweifend werden zu lassen, war es so, dass ich mich habe versetzen lassen, näher an meinem Wohnort, weil ich immer ziemlich weit pendeln musste und sich die Verkehrsbedingungen da ungünstig änderten. Und dann habe ich mich schweren Herzens gegen meine Schule entschieden, die beim Rahmen der Inklusion auch immer zwischendurch von Schließungen bedroht war und auch dann mittlerweile zusammengelegt worden ist mit der Förderschule emotionale Entwicklung und noch in der Sprachheilschule in der Ecke. Also da hat sich auch ganz viel getan. Und habe dann gedacht, jetzt, wo ich hier in meiner Stadt im schönen Nordrhein-Westfalen auch selber arbeite und in dieser Stadt fast alle Förderschulen lernen aufgelöst waren zu dem Zeitpunkt, dass ich auch direkt den Sprung wage und sofort in die Inklusion gehe, weil ich dachte, es weiß zwar keiner, wie das gehen soll und es gibt auch keinerlei Handreichung oder Unterstützung oder sonst irgendwas, aber es ist mir lieber, an der Schule zu arbeiten, die sowas neu aufbaut, als an der Schule zu arbeiten, die von Auflösung bedroht ist oder zusammengelegt wurde oder was auch immer. Da habe ich mir vorgestellt, dass die Stimmung vielleicht schlecht ist und dann wollte ich es lieber neu versuchen. Das ist so mein grober Hintergrund. Und jetzt bin ich an der Gesamtschule gelandet dadurch. Da arbeite ich jetzt mittlerweile. Hast du noch Nachfragen? Dann stell durch. Das gibt es noch nicht, hast du gerade gesagt. Ne? Ich meine, das ist ja eine echte Herausforderung zu sagen, da gibt es noch nichts. Jeder andere Kollege würde vielleicht sagen, arbeitet mir erstmal ein Konzept, wie das geht und dann schaue ich mir das mal genauer an. Aber dass du jetzt genau umgekehrt sagst, ich nehme die Chance, nur da jetzt wirklich anzusetzen, wo noch nichts ist, das finde ich bewundernswert. Ja, blieb einem ja auch nicht ganz so viel anderes übrig. Also eine Freundin von mir, die auch vorher an meiner alten Schule gearbeitet hat, hatte sich auch in meine Stadt, in der wir beide wohnen, versetzen lassen und die hatte eine Förderschule lernen als Zielort bekommen und auch sich gewünscht und war da leider sehr, sehr unglücklich. Also deren Erfahrung hatte ich im Hinterkopf. Das wäre auch eine Schule, die sehr nah an mir dran gewesen wäre, also letztendlich auch verlockend aussieht, nettes Schulkonzept hat auf der Homepage und neues Schulgebäude und alles, was man sich so wünscht, im Gegensatz zu meiner sehr abgeranzten Gesamtschule, die rein optisch schon kein Augenschmaus ist und riesengroß, Riesensystem, so viele, mehr Lehrer, als wir damals Schüler hatten an der Förderschule. 150 Kollegen ist wirklich riesig, das war eine große Umstellung, aber ich wollte halt nicht in so einem System arbeiten, in dem alle total gefrustet sind, weil sie nicht mehr so arbeiten können, wie sie mal gearbeitet haben. Und dann lieber was ausprobieren, wo eh keiner weiß, wie er mal gearbeitet hat, weil er vorher so einfach nie gearbeitet hat. Das war so meine Überlegung dahinter. Und beim Rest habe ich gedacht, wird schon. Hat auch geklappt. Und zurückblickend, war die Entscheidung richtig für dich? Ja, definitiv. Also das erste halbe Jahr war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das lag aber auch einfach daran, dass ich erstmal ankommen musste. Alle Kollegen, die ich dort mit mir gesprochen haben, sagten, ach, gib dir mal ein Jahr. Ich weiß immer noch nicht alle Namen und das ändert sich auch dauernd und jedes Jahr kommen wieder neue Lehrer. Wir haben auch tatsächlich eine große Fluktuation. Einige sind pensioniert worden, dann gibt's wieder neue Vertretungslehrer, also da ändert sich jedes Jahr was. Also man ist ganz schnell nicht mehr der ganz neue Kollege. Aber ich hatte halt auch ein bisschen Glück und Pech mit meinen Bedingungsfeldern. Als Sonderpädagoge ist man ja dann, ich weiß nicht, viele von denen, die zuhören, die kennen das vielleicht aus der anderen Warte, sind selber Klassenlehrer oder Fachlehrer und kriegen einen Sonderpädagogen dann ab und an mal in den Unterricht gesetzt oder eine Sonderpädagogin.
bei mir ist es halt andersrum. Ich bin die Sonderpädagogin, die in allen möglichen Unterrichten sitzt. Im Idealfall nicht nur sitzt, sondern auch arbeitet und habe dann halt das Los, dass ich wirklich mit allen möglichen Leuten kooperieren muss, ob ich das jetzt nur möchte oder nicht. Ich kann nicht selber bestimmen, wie das alles läuft. Also mittlerweile habe ich mich da eingegroovt und kann da durchaus viel mehr machen. Aber ganz am Anfang ist man erstmal sehr davon abhängig, wie einen die Kollegen aufnehmen, wie motiviert sie sind, überhaupt zusammenzuarbeiten, wie die Thema Wertschätzung, wie es mit der Wertschätzung aussieht. Also ich hatte Kollegen, die waren sehr offen und freuten sich sichtlich über Unterstützung. Die hatten auch schwierige Schüler in der Klasse, bei denen auch Förderbedarf noch festgestellt werden sollte und so weiter. Die waren sehr dankbar. Und da hat es dann auch direkt Spaß gemacht. Manchmal stimmt die Wellenlänge auch einfach sofort. Da muss man nicht mehr viel absprechen, das läuft. Und es gab auch Kollegen, da hatte ich das Gefühl, irgendwie, die denken, ich bin so eine, weiß nicht, eine bessere Praktikantin. Und so haben die mich auch behandelt. Und das in der Klasse, in der ich eigentlich mit 10 Stunden drin sein sollte. Und es hieß, da brennt's, unterstützen Sie da. Aber irgendwie war keiner so richtig bereit, dafür Unterstützung anzunehmen. Und wenn man das nicht tut, aber dann immer sagt, ja, was macht man denn jetzt mit diesem verhaltensauffälligen Kind, während das Kind daneben steht, dann ist das halt schwierig. Das ist so übel, Sandra, dass man darüber überhaupt sprechen muss, ne, dass es unter Kollegen nicht möglich ist, so zu kooperieren, dass man auch wirklich gemeinsam was schafft. Ich meine, das ist doch die Chance eigentlich, wenn einem jemand in den Unterricht gesetzt wird, der genau die Dinge kann, die in meiner Ausbildung nun mal nicht dran kam. Und das will mir immer nicht in den Kopf. Ist vielleicht auch so eine Lehrerkrankheit, dass man es so viele Jahre lang vielleicht gewohnt war, so in seinem Klassenzimmer sein eigenes Süppchen zu kochen und plötzlich sitzt da jemand drin. Nun, vielleicht ist es das auch, aber es will mir auch nicht in den Kopf, warum es so viele Leute gibt, die da nicht zugreifen. Ne? Ja, vielleicht lag es auch mit daran, dass ich mich erstmal selbst positionieren musste. Ich war ja auch erstmal vorsichtig. Wenn man in ein neues System kommt, sagt man erst nicht die ganze Zeit, ich habe das immer so gemacht und bei mir lief das immer super. Damit hängt man sich ja auch nicht unbedingt gerade, also damit macht man sich ja nicht leichter. Also war ich eher zurückhaltend und teilweise lag es auch an den Konstellationen. Also wenn die Kollegen dann gerade selber erst die Klasse übernommen hatten, auch neu an der Schule waren, sich mit der anderen Kollegin, die gemeinsam die Klasse mit geleitet hat, nicht verstanden haben, da unterschiedlich getickt haben und auch keine große Lust hatten zu kooperieren miteinander, was sie auch nicht mussten, weil sie den Unterricht ja einzeln hatten. Und jetzt kommt plötzlich jemand von außen dazu mit der Order von der Schulleitung, doch da bitte zu unterstützen. Und ich komme jetzt und sage, ja, ich finde, wir müssen aber einmal in der Woche Team machen und wir sollten uns regelmäßig absprechen und lass uns doch mal an einem Strang ziehen. Das fiel dann nicht so auf fruchtbaren Boden. Aber das war nur die eine Gruppe. Die andere war super und das hat mich dann am Leben erhalten und mittlerweile bin ich auch in dem Team, in dem die Klasse war, in der super gelaufen ist und da jetzt mittlerweile seit bald 3 Jahren und sehr glücklich. Es läuft gut mittlerweile, ja. Ja, ich denke, Kooperation, das kann man vielleicht auch nicht immer sofort voraussetzen. Ich war ja nun auch an ganz verschiedenen Schulen und da hat man schon auch gemerkt, klar, wenn man sich grün ist, wenn man sich sympathisch ist, wenn man eine ähnliche pädagogische Ader hat, dann kann man automatisch gut zusammenarbeiten. Aber es hilft auch immens, wenn die Schulleitung an sich schon Strukturen vorgibt, in denen man einfach gezwungen ist zu kooperieren. Also, dass da ein Raum geboten wird, wo man wirklich ganz regelmäßig mit bestimmten Leuten zu einer Teamsitzung auf Augenhöhe zusammengetrommelt ist, wo es gar nicht anders geht, als jetzt gemeinsam zu planen. Ich denke manchmal, dass da vielleicht auch für viele Kollegen irgendwie so eine innere Handbremse sitzt, das jetzt selber in die Hand zu nehmen und es wirklich gut wäre, wenn es auch da mehr Struktur gäbe, ja, das in den Schulalltag überhaupt so reinzukriegen. Ne? Ja, das haben wir aber an der Schule. Also das ist eigentlich sogar ziemlich, also ich bin sehr zufrieden damit, wie wir es bei uns strukturiert haben, weil es ja vorher an den anderen GU-Schulen zum Beispiel ganz anders erlebt habe. Da gab es keinerlei Strukturen. Bei uns gibt es das. Es gibt in jeder Stufe, wir haben so eine Teamstruktur, dass alle Klassen einer Stufe auch um einen Teamraum herum angesiedelt sind, dass man regelmäßig Teamkonferenzen hat, aber eben auch Inklusionskonferenzen. Das heißt, alle Klassen, die mit Inklusionsschülern besetzt sind, deren Klassenlehrer und der Sonderpädagoge und in der Regel noch einer von der Schulleitung treffen sich einmal in der Woche in einer festen Stunde, die fest im Stundenplan verankert ist. Ja, Problem super. War damals, dass in der Klasse ja offiziell noch kein Inklusionskind war. Und deswegen hatte keiner von den beiden Lehrern Stunden in diesem Inklusionsteam. Ich saß da nur immer einmal in der Woche und konnte quasi mein Leid klagen, was ich mir alles so überlegt habe, aber was nicht hilft, weil keiner mitmacht. Und das war halt ziemlich blöd und frustrierend. Und ich
wer meinen Account sich mal angeguckt hat, weiß, dass ich... Ich muss kurz unterbrechen hier, Sandra. Da. Ja. Fällt mir nämlich gerade sowas ein. Das ist so wichtig, diese fest im Stundenplan verankerte Stunde. Und ich war ganz zu Anfang als junge Lehrerin an einer Schule und habe mir die Klasse mit einem sehr erfahrenen Kollegen geteilt. Und der hat einfach gesagt, Lydia, lass uns bitte einmal die Woche ein Meeting ansetzen. Immer dienstags dritte Stunde haben wir beide eine Freistunde und in dieser Stunde sprechen wir nur über unsere Klasse. Wir sagen dem Vertretungsmanager Bescheid, dass der uns da bitteschön nicht in eine Vertretung steckt, sondern dass wir diese Zeit wirklich gut nutzen. Und das war so klasse, weil ich dann nämlich nicht zwischen Tür und Angel ständig irgendwie meinem Company hinterherrennen musste, sondern ich wusste, darüber sprechen wir Dienstag, die E-Mail von Eltern geht ein, wie gehe ich darauf, wie reagiere ich darauf, darüber spreche ich am Dienstag. Und diese Stunde hat uns natürlich keine extra bezahlt, aber dadurch, dass die da lag, ne, hat sich halt der Fokus so schön auf den Dienstag dritte Stunde irgendwie gesetzt, dass man sich dann auch zwischendurch nicht mehr so ausgefranst hat oder immer so, ne, im Flur mal eben über Schüler XY geplaudert hat. Und deswegen denke ich halt, diese Struktur muss entweder die Schulleitung vorgeben. Aber wenn die Schulleitung sie nicht vorgibt, dann ist es vielleicht manchmal auch gut zu sagen, gut, dann gebe ich mir diese Stunde selber, selbst wenn sie mir keiner bezahlt. Und an anderer Stelle kriege ich aber dafür ganz viel zurück. Ne? Das bitte ja. Nur mal so als... Ja klar, also das war halt mein Plan. Das Blöde war, dass ich mitten im Halbjahr dazu gekommen bin und die Stundenpläne standen und wir irgendwie keine Überlappung gefunden haben, bis auf eine Pausenaufsicht, in der die eine Aufsicht im Flur hatte und wir uns dann da irgendwie halbwegs notgedrungen getroffen haben. Das ist bei uns sogar im Stundenplan verankert. Also bei uns ist es eine Unterrichtsstunde, die wir dafür verwenden dürfen. Die ist festgelegt. Und reicht diese eine Stunde? Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht, nein. Aber das macht nichts, weil es ja noch genug andere Möglichkeiten gibt. Aber die ist super, auf jeden Fall, um wichtige Sachen abzuklären. Und da in der Regel, also bei uns ist dann der Abteilungsleiter tatsächlich auch mit dabei, der dann auch Sachen wie Ordnungsmaßnahmen und so weiter direkt mit dem kann man sowas dann direkt terminieren oder er kann diesbezüglich Rat aus Schulleitungssicht geben oder sagen, okay, hier müssen wir nochmal ein Gespräch anberaumen, dann ist das halt direkt alles eng verknüpft und wir haben bei uns im Teamraum mittlerweile, ich bin ein Fan von Listen und Strukturen in der Art, wir haben da eine Liste hängen, wo dann immer alle wichtigen Punkte aufgenommen werden, die dann im nächsten Inklusionsteam angesprochen werden. Und Sachen, die weniger wichtig sind, versucht man dann halt vorher zu klären oder im Anschluss. Und dafür haben wir dann auch noch WhatsApp-Gruppen oder was, damit man sowas dann auch manchmal auf kurzem Weg regeln kann. Aber die wichtigsten Sachen, dafür reicht es in der Regel schon. Ja, und sonst muss man halt Prioritäten setzen. Ja, stimmt. Und wie viele Inklusionskinder habt ihr an eurer Schule? Wie ist da so der Schlüssel, der Betreuung? Eine gute Frage. Auf die komplette Schule bezogen kann ich es dir gar nicht so genau beantworten. Also jetzt mal grob als Orientierung. Wir sind vierzügig und von Klasse Gesamtschule halt. Ne? Also ich rechne jetzt nur vom 5. bis zum 10. Jahrgang, weil die Oberstufe nochmal irgendwie separat ist. Also da ist auch bisher kein Sonderpädagoge aktiv. Wir haben auch erst, glaube ich, vor 4 Jahren angefangen oder vor 5. Gute Frage. Also kurz bevor ich angefangen habe, ich glaube 2 Jahre vorher oder so, ging es da los mit inklusiven Klassen. Und da waren es immer 2 Klassen pro Jahrgang. Also es gab 4 Klassen, 2 davon waren inklusiv. Das heißt, da gab es dann pro Klasse 5 Förderkinder, die in eine Klasse kamen, die dann nur 25 Schüler als Gruppengröße hatte. Die anderen Klassen waren 30, mit 30 Schülern besetzt. Das heißt, du gehst dann in diese Klasse und betreust dann 5 Schüler, während der Lehrer vorne seinen ganz normalen Unterricht macht. Nein, nicht zwingend. Also es gibt ja 10.000 Milliarden Möglichkeiten, wie man das umsetzen könnte. Das ist eben das, was viele Leute kennen und was es auch nicht, ja, was auch nicht anders machbar ist, wenn der Sonderpädagoge abgeordnet ist zum Beispiel und nur an wenigen Stunden in der Woche an der Schule ist. Das war ja früher ganz oft so. Ne? Die Sonderpädagogen wurden quasi ausgeliehen von ihren Stammschulen, waren an wenigen Tagen in der Woche da, teilweise auch in Fächern, die sich gar nicht so als sinnvoll gezeigt haben und auch bei Lehrern, bei denen es vielleicht nicht sinnvoll war, wie auch immer. Und dann war das so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und in der Zeit konnte man dann nicht viel anders machen, als dann vielleicht ein paar Schüler zusammenzufassen oder ja, wie auch immer. Aber ich versuche das anders zu lösen. Also bei uns ist es so, dass, also klar, ich bin auch oft in Doppelbesetzung drin. Ich versuche bei mir im Team, also wir sind ja immer noch 4 Klassen, aber seit der Klasse 5 hat sich das ein bisschen verlagert und es sind nicht mehr nur noch 2 Klassen, in der Förderkinder sind, sondern durch Ordnungsmaßnahmen, durch neue AOSF-Anträge und so weiter sind einfach auch in anderen Klassen noch Schüler
aufgeploppt, die durchaus ja auch noch irgendwie unterstützt werden möchten. Und deswegen gucke ich, dass ich am Anfang meinen Stundenplan in Kooperation mit den Kollegen abkläre, dass ich bei jedem Klassenlehrer zumindest wenigstens eine Stunde in der Woche mit drin bin, dass ich teilweise im Klassenrat mit dabei bin und ansonsten in Unterrichtsfächern, die in denen Doppelbesetzung besonders sinnvoll ist, wie zum Beispiel Naturwissenschaften, wo experimentiert wird und wo es dann eventuell schwieriger ist, wenn es ein paar Schüler gibt, die gerne mit ihrem Verhalten anecken, mit denen dann überhaupt Gruppenarbeiten machen zu können und sowas. In der Art unterstütze ich gerne. Und wir haben aber noch viele andere Möglichkeiten gefunden im Laufe der Zeit, wie man das machen kann. Wolltest du noch was dazu fragen oder soll ich mal erzählen? Ich habe mich nur gerade gefragt, was ist denn dann in den anderen Stunden? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe 5 Kinder zum Beispiel in meinem Religionsunterricht sitzen, die lernbeeinträchtigt sind, dann muss ich ja als allein unterrichtender Lehrer auch das auffangen können. Ja, als Deutschkollege habe ich dann jemanden dabei, aber vielleicht will ich ja in Reli ganz ähnliche Sachen machen wie in Deutsch. Also was mache ich denn dann? Lerne ich dazu als Lehrer oder würdest du sagen, idealerweise wäre in jedem Fach noch ein Sonderpädagoge dabei? Ja, idealerweise ist ja leider die große Krux, gibt's ja nicht. Deswegen, also sagen ja mal alle, also Inklusion ist ja eine schöne Idee, aber das können wir ja gar nicht leisten, denn wir haben die Ressourcen ja gar nicht. Das ist ja im Grunde diese Dauermeckergrundlage, die alle haben, weswegen keiner so richtig anfängt oder alle sagen, sie haben damit nichts zu tun. Alle ist jetzt natürlich grob verallgemeinert, aber viele Kollegen sind so der Meinung, Inklusion betrifft mich ja eigentlich noch gar nicht. Ich habe ja zum Glück kein Inklusionskind in meiner Klasse und da muss ich mich darum nicht kümmern. Dass sie aber in ihrem Fachunterricht unter Umständen irgendwann auf Kinder treffen, die einen Förderschwerpunkt Lernen oder emotionale soziale Entwicklung oder was auch immer haben, das ist dann nicht mit eingeplant. Und das ist vielleicht eine Sache, die mir super wichtig ist, nicht nur vielleicht, auf jeden Fall, für die ich auch versuche zu kämpfen. Ich hoffe, dass sich langsam die Mentalität dahin ändert, dass die Lehrer merken, dass alle für die Inklusion zuständig sind. Es geht nicht, dass nur die Sonderpädagogen für die Inklusion zuständig sind. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Wir sind 150 Kollegen und 11 Sonderpädagogen. Ich glaube, es sind fast, also um die 2000 Schüler. Das können nicht 11 Sonderpädagogen leisten. Da müssen sich alle einbeziehen. Das geht nicht anders. Lehrer müssen eigentlich dasselbe Wissen haben wie du. Könnte man nicht so anfangen, dass man sagt, man setzt die Sonderpädagogen als Multiplikatoren an die Schule und macht sie fit dafür, alle, das ganze Kollegium dafür auszubilden, dazu in der Lage zu sein, auf alle Menschen eingehen zu können. Es ist doch absurd, dass wir das nicht ohnehin im Studium lernen. Irgendwo. Ja, aber also alle Lehrer sind ja durchaus Lehrer, also Pädagogen. Also sie haben diese Grundkompetenz. Es ist ja nicht so, dass Sonderpädagogen irgendwie Zauberer sind, die irgendwas ganz besonders Tolles können, was andere Lehrer nicht könnten. Sie haben nur vielleicht bisher einen anderen Fokus angesetzt und mehr aufs Fachliche geguckt, weniger auf die pädagogischen Inhalte. Und du weißt ja vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn sich jemand vorne hinsetzt und sagt, mach das doch so und so, das funktioniert total super, dann denken sich alle, ja, mach das doch mal selber und zeig uns, wie das geht und keiner geht darauf ein. Also die beste Erfahrung habe ich damit gemacht, Lehrer etappenweise davon zu überzeugen, indem sie mitgekriegt haben, wie ich mit ihnen im Unterricht bin und dann haben sie Sachen halt langsam dann doch als gar nicht so schlecht angesehen, die sie vielleicht vorher belächelt haben. Ich arbeite halt gern mit Visualisierungen, mit Signalen, mit auch gerne mit Belohnungsstempeln oder irgendwas. Das manche, also kennst du vom Gymnasium wahrscheinlich noch viel eher, denken sich, die hat doch einen Vogel, was will die denn jetzt hier? Ja. Kann doch nicht der Ernst sein, das ist nicht meins, sowas will ich nicht und lehnen das von Anfang an ab. Und dann muss halt vielleicht auch jemand kommen, der zeigt, geht durchaus und klar, kann man ja vielleicht mal versuchen. Und es macht vor allem total viel Spaß. Also gerade so an manchen Gymnasien ist es ja so, dass die Schuld eigentlich nur an der Veränderung der Schülerschaft gesucht wird von vielen Kollegen, die so klassisch denken, sagen, ja, wieso, warum soll ich jetzt diese Methoden hier auch noch ausprobieren? Ich bin doch an einem Gymnasium und hier sollen doch die Kinder lernen können. Ne? Und dann aber zu sehen, hey, du musst jedes Jahr sowieso andere Schüler bedienen, in Anführungsstrichen. Die sind jedes Mal anders. Und es ist egal, ob du sie Inklusionsschüler nennst oder Franz Josef, jeder Mensch ist nun mal anders als der andere. Und du brauchst Methoden, um zu lernen, auf das einzugehen, was dir begegnet, unabhängig davon, was du letztes Jahr gemacht hast und unabhängig davon, an was für einer Schule du gerade sitzt. Und ich finde ja gerade, das macht ja so unfassbar viel Spaß, sich davon einfach immer wieder überraschen zu lassen. Wenn man den Druck hat, sich überraschen zu lassen. Manche Leute stehen ja nicht so auf Überraschungen. Das ist ja
Ja. Ja. Ja, aber du hast recht. Und außerdem ist es, also das ist ja auch ein bisschen mein Anspruch. Also klar kann man immer gucken, wie viel Inklusionskinder, Förderkinder, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat man. Aber wir haben jetzt aktuell bei uns in der Stufe von den 4 Klassen, ich glaube, es sind 14 Schüler, die aber auf diese 4 Klassen verteilt sind, auch die unterschiedlichsten Förderschwerpunkte haben, da bin ich auch nicht für alle der Experte. Also ich habe Körperbehinderten- und Lernbehindertenpädagogik, so hieß es halt damals beides, studiert. Wenn jemand mit einem emotionaler Auffälligkeit daherkommt, das ist auch nicht mein Fachgebiet. Das habe ich mir im Laufe der Zeit auch erarbeitet, weil ich immer mal wieder Schüler hatte, die durchaus sehr verhaltensauffällig waren. Und sind ganz oft Erfahrungswerte und ganz oft gesunder Menschenverstand und ganz oft auch einfach allgemeines pädagogisches Verständnis. Und das hat meiner Meinung nach im Idealfall jeder Lehrer, dieses Handwerkszeug. Und man muss es dann halt aber auch einsetzen. Und ich glaube, viele Kollegen denken immer noch, aber wir müssen noch mit dem fachlichen Inhalt weiterkommen. Wir haben doch die und die und die Vorgaben. Wenn man aber den Rest ignoriert, wird das mit dem Fachlichen auch nicht funktionieren. Also meine Erfahrung, das darf man nicht außer Acht lassen. Also diese ganzen anderen pädagogischen Anteile muss man mitdenken, sonst kommt man da nicht weiter. Und es ist alles, was für die Förderkinder gut ist, ist auch für die anderen Kinder gut. Es ist nicht nur so, ach ja, jetzt hängt sie wieder ihre Schildchen auf, damit die Förderkinder das verstehen. Nee, ich habe den Eindruck, also ich habe zum Beispiel so Tafelpfeile, die einfach das Tafelbild vereinfachen sollen, damit viele Schüler sind lesefaul, nicht nur die Förderschüler lernen. Die überfliegen den Text gucken und denken nicht viel nach. Also kennt jeder Lehrer, alle Nacht lang wird man gefragt, der wievielte heute ist, obwohl das Datum an der Tafel schon längst steht und da jeden Tag steht. Dafür habe ich dann halt so Pfeile, wo dann immer, auf denen dann zum Beispiel steht, Aufgabe, du brauchst oder was auch immer. Und das pappe ich dann an die entsprechende Stelle. Das sind so Magnetstreifen hinten. Das hilft, wenn die Schüler die kennen, dann finden die ihre Sachen ganz schnell. Und dann muss man nicht mehr so viel reden im Unterricht. Ganz viele Kollegen reden und untermalen das nicht. Also sie könnten auch in Stichpunkten das Wichtigste zwischendurch mal anschreiben oder irgendwas. Es gibt zu viele Kollegen, die, ich glaube, je höher die Qualifizierung der Schüler ist, desto mehr glauben sie, dass man diese anderen Methoden nicht anwenden muss und versuchen es alles nur über die verbale Ebene. Und das bleibt einfach nicht hängen. Deswegen glaube ich, dass die anderen Sachen durchaus auch für alle, die profitieren alle davon. Deswegen kann man sich ruhig mal drauf einlassen, machen aber mittlerweile auch mal. Ja, das finde ich aber auch. Denn ich meine, klar, Schüler werden ja leider früh darauf gedrillt, über das Verbale zu lernen und eben, ne, wenn sie nicht aufgepasst, nicht zugehört haben, dann haben sie leider Pech gehabt und somit lernen sie ganz schnell, sich auf diesen Sinn irgendwie einlassen zu müssen. Und es ist so schade, um die Kinder, die mit anderen Sinnen vielleicht viel, viel klüger sind und viel mehr leisten könnten, wenn die auch mehr geboten bekämen, zum Beispiel auf visueller Ebene oder auch auf künstlerischer Ebene oder wie auch immer. Von daher, es gibt ja, solange es nach wie vor genug Kinder gibt, die es trotzdem irgendwie schaffen, werden wahrscheinlich viele Leute daran nichts ändern können. Aber manchmal merke ich auch, ist die Schmerzgrenze einfach überschritten. Du merkst, du kommst mit deiner Art überhaupt nicht mehr durch. Und dann geht es einfach gar nicht anders, als dass man ja mal anfängt, über andere Methoden nachzudenken. Und dann einfach mal zu sehen, wie großartig wären die Ergebnisse dann, wenn du bei leistungsstarken Schülern dann auch noch, ne, mit mehreren Sinnen lernen darfst. Das wäre doch wirklich großartig. Also Lernen mit allen Sinnen ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die man im Hinterkopf halten sollte. Das ist auf jeden Fall unglaublich wertvoll, wenn man es denn dann umsetzt. Aber das ist halt jetzt nur das, was ich auf die Doppelbesetzung bezogen sagen kann. Ne? Doppelbesetzung ist nicht alles. In der 5. Klasse ist das super, weil man ja auch ganz viel Beziehungsarbeit leistet. Aber im Laufe der Zeit klamüsert sich das alles immer mehr auseinander. Es gibt immer mehr Fächer, die Schüler wählen können, Kurssysteme. Da triffst du gar nicht mehr alle gleichzeitig an. Und dann kannst du es noch schwieriger leisten, alle da zu unterstützen. Deswegen haben wir mittlerweile noch andere Sachen mit eingeführt. Es gibt zum Beispiel jetzt bei uns ab der Klasse 7 das Lernbüro. Das ist ein Raum, in dem regelmäßig ein Lehrer an möglichst vielen Stunden in der Woche anwesend ist. Bei uns sind es aktuell die Sonderpädagogen, könnte aber theoretisch auch ein anderer Lehrer sein. Und dann können Schüler mit einem Laufzettel, den sie sich von ihrem Lehrer abgesegnet haben lassen, hinkommen, wenn sie sagen, ich möchte hier noch mehr Unterstützung in Mathe, wir schreiben bald eine Klassenarbeit. Oder auch gerne die Förderschüler lernen, die in Englisch oft heillos überfordert sind. Ich habe das dann teilweise auch versucht, in die Englischstunden zum Beispiel zu legen. Können dann da kommen und Inhalte bearbeiten, die gar nichts mit dem Fach zu tun haben, aber insgesamt schulisch
wichtig sind für sie. Zum Beispiel, das ist ein Angebot für alle Schüler. Also das finde ich halt auch das Wichtige an Inklusion, dass das nicht immer nur für die paar wenigen Einzelfälle gedacht ist, sondern dass alle davon profitieren können. Und mittlerweile haben wir geschafft, 20 Stunden die Woche das Ganze zu besetzen. Und ich finde, sowas ist zum Beispiel auch eine ganz gute Lösung, weil Inklusion heißt nicht immer nur, dass alle im gleichen Raum sitzen müssen und alle zeitgleich gefördert werden müssen. Das kann man auch mal in anderen Situationen lösen. Oder ich habe eine Schülersprechstunde, die ich regelmäßig anbiete, oder ja, solche Sachen, ne? Oder mach mal Projekte phasenweise, die ich dann irgendwie versuche, in ein Fach einzugliedern. Kooperationstraining, was ich dann in Arbeitslehre einbaue, weil da die Schlüsselqualifikationen für den Job auch mittrainiert werden und man es darüber begründen kann. Oder. Ganz viel Elternarbeit, die ich dann teilweise auch in der Schulzeit leiste. Elterngespräche, Elterntelefonate, alles Mögliche, was dann die Kollegen in der Zeit nicht machen müssen. Ich glaube, ich kenne mittlerweile wirklich alle Eltern sehr gut aus meiner Stufe. Halt, stopp, hier geblieben. Das hier ist nur Teil 1 des Interviews mit Sandra, Inklusion für Anfänger, auf Instagram. Im zweiten Teil unseres Gesprächs tauschen wir Ideen aus, wie du mit Inklusion, da wo du jetzt gerade bist, täglich umgehen kannst. Welche Haltung brauchst du? Welche kleinen Tricks kannst du in deinen Unterricht einbauen? Sehr, sehr spannend. Also hol dir schnell noch einen Kaffee und dann auf geht's in Teil 2. Bis dahin, locker Lehrer.